Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Game of Thrones. Ja, genau. Wir spielen hier wieder Game of Thrones und so und was ja zuletzt passiert ist, für mich ist das schon eine Weile her, muss ich zugeben. Ja, wir haben jetzt Alistair mit Alistair. Ja, mit Alistair haben wir jetzt Mors gerettet und so und er trauert um seinen Bruder und wir sind dann zwischendurch gestorben und müssen jetzt, oh Gott, nein, müssen jetzt erstmal hier alle Mors und hauptsächlich eben wieder ausrüsten hier. Der kann ja nicht bei seiner aktuellen Waffe bleiben. Der Tiguisame. Oh Gott, das hat doch beim letzten Mal schon Stunden gedauert. Also gefühlte Stunden gedauert. Große Eisenaxt. Ich habe zu viel Zeug. Kornsack ist 25. Die große Eisenaxt 27. Ionischer Stolz, das ist ein ja. Vielleicht auch bei Gliefe. Lawinen 34, aber das ist ein Einhandschwert, das ist nichts für. Guisame ist da schon relativ gut. Was haben wir hier noch? Claymore. Halbgliefe. Hammer des 40. Und wir hatten noch irgendeine andere gute Waffe. Ein Großschwert 33. Der Hammer wäre eigentlich wirklich so das Beste. Land, nein. Lanze 45. Keine weiteren Fragen. 45, das ist viel. Aber wir nehmen mal den Hammer, können wir trotzdem mal mit reinnehmen, weil, ja. Weil Baum. Wie auch immer. Na toll, wir müssen erstmal hier vollkommen wieder neu ausrüsten. Traumwein hat er noch. Gott, wir könnten ja vorher noch Alistair auch neu ausrüsten. Ne, der hat den eisenverstärkten Hut. Ist schon. Verstärkte Eisen. Nee, das ist der versteckte Eisenhut schon besser. Eisenhut aus dem Tal von Arryn. Haube eines roten Priesters Söldner. Nee. Nee. Das sind besser. Die Kettenhandschuhe für den Krieger, weil wir haben ja sowieso eher mittlere Rüstung. Wir haben zu viel Zeug. Sobald wir hier rauskommen, müssen wir unbedingt Wahrscheinlichkeit nicht Feuer zu fangen. Nee, Energiebedarf ist geringer und der Kurzrüstung. Rüstung der Westforzen. Goldwelle der Sarwix. Das ist eine Brust. 60, oh Gott. So, was haben wir hier? 102 und eben aber auch leicht, ne? Mittel wäre da schon besser. Jo, passt. So, zumindest davon. Waffe her. Was trägt denn Alistair aktuell an Waffen? Alistair? Alistair trägt aktuell bei entweder Beilers Axt. Oder eben den Jagdbogen. 40. Aufbäume wäre eigentlich schon ein bisschen besser, ne? Oder wie? Ne, Aufbäume. Sechs.
26, der Jagdbogen ist 26, der Kurzbogen ist 23, der Langbogen ist 27. Und nehmen wir nicht das hier, so eine Armbrust. Ist doch ganz nett. Passt. Passt, würde ich sagen. Jetzt kümmern wir uns mal um Moors. Geben dem mal was Anständiges hier. Der kriegt einen Helm, der Goldröcke. Ordentliche, schwere. Ja, die Plattenhandschuhe aus dem Tal von Arren. So, dann kriegt er natürlich hier Rüstung der Westforts. Ausweichen. Plus 3%. Nehmen wir mal den Umhang der Goldrücke hier. Haben wir noch ein paar schwere Stiefel. Ne, Mittel ist das einzige, was noch. Das sind die nietenbesetzten Lederstiefel. Ja, noch am besten. Geben noch am meisten Rüstung. Ah. So, was haben wir hier noch? Ach ja, hier, Schaden plus 4. Was hat denn hier? Glück plus 1. Ne, ich interessiere mich mehr für Schaden und Energieregeneration. Glück nicht ganz so, aber okay. So, dann hier noch unsere Dokumente. Zurück zum Spiel. Ich drück mal F5. Schnell speichern. Wir diesen verdammten Fehler nicht nochmal machen. Ja, hier, Moos schleppt sich hinter uns her. Wir müssen jetzt zum Hund. Ich wechsle mal wieder auf Alistair, der kann ja wenigstens aktuell auch seine Fähigkeit öffnen. Ich gehe mal auf die Karte. Ja, wir müssen da hinkommen. Wenn wir jetzt hier lang gehen, müssen wir da hinkommen. Oh ja, der Arme. Oh, der arme Hund. Lass den Hund in Ruhe. So. Du wechselst mal auf deinen zweiten Hammer. Du wechselst mal auf deinen Hammer. Hallo. Du sollst nicht den angreifen, sondern den. So, und jetzt dann erstmal Flächenschaden. Und auf den hinterhältige Angriff, weil der wird gerade. Und dann erstmal Sand in den Augen. Was? Hä, ist der down? Alter, regenerative Hitze sofort. Whoa!
Was? Nein! Wieso? Ja, na klar. Letzten Spielstand laden. Alter! Okay, ich bin in dem Kampfsystem noch nicht so gut wieder drin. Wie gesagt, auch lange nicht gespielt. Spielen, das müsste jetzt der Autosave sein. Und unser Freund ist schon ausgerüstet. Na Gott, da kann mir diesen Autosave. Gott sei Dank habe ich den angelegt, Alter. So schwer ist das Spiel ja eigentlich nicht, aber... Oh. So. Ich glaube, diesmal ist es besser, wenn wir unsere Angriffe konzentrieren und ich mich mehr auf die gegnerischen Fähigkeiten konzentriere. Aber wenn wir unsere Angriffe zunächst mal auf den einen konzentrieren. Erstmal den vergifteten Schierling machen. Und so machst du mal Grollen aus der Tiefe. Ja, jetzt. Passt doch, jetzt wechselst du auf deine erste Waffe. Und mach mal das. Und jetzt kann man nur noch das. Und der ist tot. So, geht doch. So funktioniert. Da bist du ja, alter Junge. Ganz ruhig. Ich weiß nicht, warum du dir für diesen Hund solche Mühe machst. Wir sind schon lange zusammen, er und ich. Er wird uns helfen, du wirst schon sehen. Mit seiner Hilfe habe ich Garvin die Flucht ermöglicht. Wir verschwenden hier unsere Zeit. Ich hoffe, er kann uns helfen. Denn wir haben noch eine Rechnung mit Harlton offen. Oh ja. Warte. An einem dieser Wachmänner scheint Jennas Geruch zu haften. Wovon sprichst du? Eine junge Frau, die Harlton festhält. Verdammte Dummkopf glaubt, er kann sich mit ihr in das Spiel um Throne einmischen. Und was willst du dagegen unternehmen? Du musst mir vertrauen, Alistair. Wir haben keine Zeit für Erklärungen. Wir müssen sofort dieser Spur folgen, um sie zu finden. So, erstmal wieder ein Quick-Save. Bevor ich hier wieder die Krise kriege. So. So. Erstmal hier gucken. Da, Jennas Geruch. Ich glaube, da irgendwo da waren wir beim letzten Mal auch schon. Aber ist, wie gesagt, ist lange her. Da, Jennas Geruch. So. So weit, so gut. Ach, wir haben jetzt den Schlüssel. Schön, ja. Erstmal wieder schauen. Na toll. Nee, die kriege ich mit dem Hund nicht. Quick Save und auf in den Kampf. Nein, oder doch nicht. Lieber erst in der nächsten Folge von Let's Play Gamers Thrones. Wir sehen uns. Tschüss.